Neuer Shop kommt jetzt hier mal wieder in wenigen Sekunden. Heute bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was wir reinbekommen werden. Ich habe gar nicht abgecheckt, wie lange diese Ikonen-Skins in den Shop bleiben. Okay, die bleiben jetzt noch 2 Tage. Dann haben wir wieder ein bisschen cleaneren Shop, ein bisschen weniger drin. Also die bleiben noch komplett 2 Tage drin. Gab es überhaupt hier eine Änderung? Nö, das war schon so 1:1 im Shop. Das hier genauso. Das hier genauso, die bleiben weiterhin drin. Falls ihr mich übrigens auch weiterhin supporten wollt, denkt dran, auf den Button hier zu drücken, ins weiße Feld einfach rein da einzutragen. Ganz genau so, suchen drücken, abbrechen drücken, Kuss geht raus an alle, die mich eintragen und supporten. Adidas Zeug bleibt noch bis zum 30.07., also noch ganz genau 4 Tage, dann ist der Stuff auch schon wieder weg. Ist gar nicht so lange im Shop drin gewesen, sind stabile Skins. Falls ihr was kaufen wollt, dann holt es euch jetzt. Piraten-Stuff bleibt auch noch bis zum 1.8., also auch noch ein paar Tage. Hier hat es bis jetzt nichts geändert. Jetzt vielleicht? Oh, das ist gefährlich. Das ist gefährlich gut. Es könnte sein, dass hier ein paar seltene Lackierungen dabei sind. Wow, also die ist ja krass. Der Nullpunkt ist hier komplett animiert. Boah, ich bin mir sicher, dass wir hier irgendeine seltene Lackierung drin haben. Ja. Die könnte ich mir gut vorstellen, dass die selten ist. Schon lange nicht mehr gesehen. Die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Am Ende war das so vor 20 Tagen drin gewesen. Sehr, sehr frische Lackierung. Was ist denn das hier? Das ist ja krass. Das finde ich cool mit dem Animierten. Hat mich echt an den World Cup erinnert. Von, glaube ich, Chapter 1. Aber das ist nicht die Lackierung. Sehr, sehr stabil. Dann einmal hier so eine Nachtlackierung. Auch nicht schlecht. Also bis jetzt muss ich sagen, gefallen mir alle Lackierungen hier auch so ein bisschen animiert. Das ist stark. Sehr, sehr stark. Und die verlassen alle den Itemshop in 2 Tagen. Die hier, was kann die? Auch sehr, sehr nice animiert. So wellenmäßig. Geht zwar nicht über die komplette Waffe. Boah, bei der Pump. Bei der Pump sieht halt gefühlt alles gut aus. Bei dem Modell hier zumindest. Boah, was ist denn das hier? Ich kann mich an diese Lackierungen gar nicht mehr dran erinnern. Waren bestimmt nur so einen Tag im Shop drin und dann nie wieder. Wie sieht es bei der Pump aus? Ja, eine 10 von 10. Ist stark, 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 stark. Die ist aber nicht selten. Die, meine ich, habe ich vor kurzem im Shop gesehen. Sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Dann gibt es noch einmal, boah, die ist so oder so krass. Da ist alles voll. Gut, bis auf hier. Aber die ist krass. Die ist wirklich, wirklich crazy. Also der Itemshop bis jetzt gefällt er mir gut. Die muss ich sagen, ja, geht ein bisschen zu sehr ab. Ein bisschen too much. Und dann gibt es noch die hier, wow. Ja, also heute, Alter, das sieht gut aus. Sehr, sehr stark. Also heute haben wir, wie viele Lackierungen haben wir heute bitte reinbekommen? Und auch schon direkt einen neuen Skin. Ich sag euch ehrlich, dieser Skin ist irgendwie richtig, richtig fresh. Safe. Der hat zwar hier so eine Seitentasche, aber der ist irgendwie fresh. Ich weiß nicht wieso, aber der ist cool. Ich finde den nice. Safe. Gerne mal eure Meinung kommentieren zum Skin. Würde mich interessieren. Verlassen tut er auch schon in wenigen Tagen am 29.07. Ja, Lego-Variante finde ich nicht besonders. Backbling ist in Ordnung, Spitzhacke, hat einen guten Sound, aber solche Schläger feiere ich nicht so wirklich zum Spielen. Lackierung ist recht in Ordnung, finde ich aber am schlechtesten bis jetzt. Ja, ja, safe. 800 V-Bucks einzeln, das ist krass. Klar, hat jetzt keinen Backbling, deswegen 800 V-Bucks, aber für so einen Skin 800 V-Bucks ist schon stark. Ah, der hat einen Backbling, nur wird es einzeln separat mit der Spitzhacke hier verkauft sozusagen. Interessant. Das ist interessant. Okay, dann haben wir hier noch das etwas neuere Emote drin. Können wir, denke ich mal, skippen. Den Skin finde ich wirklich nicht nice. Nö, auch nicht mit der Maske. Sieht zwar ein bisschen böse aus, aber gefällt mir nicht so wirklich. Und auch hier die Lego-Variante. Naja, Backbling passt zum Skin, aber würde ich niemals spielen. Verschwinden tut das Ganze schon direkt morgen. Ist halt ein Schwert, finde ich nicht besonders. Dann haben wir hier die Lackierung. Lackierung finde ich am besten vom Set. Ja, safe. Dann glitzernde Streiterin. Die ist wirklich, wirklich nice.
dieses animierte ist chillig und ich glaube, das ist ein sehr alter Skin, Season 3 Skin, also auch mit einer der ersten Fortnite Skins. Lego-Variante ist okay und das setzt sich doch im Mode. Ich glaube, das war auch schon ein bisschen länger nicht mehr im Item-Shop drin gewesen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie selten alles ist. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Was haben wir denn hier für einen Bereich? Unten sind auf einmal Oktoberfest-Skins. Okay, wir haben bald Oktober. Dauert jetzt nicht mehr so lange, aber ist halt schon noch ein bisschen entfernt. Der Skin ist not bad. Ja, kann man mitnehmen. Spitzhack ist auch cool. Cooler Sound, cooles Aussehen. 800 V-Bucks schmeckt. Verdienter Sieg. Ja, ja, ja. Der L-Dance uns alle aus. Finde ich not bad. Auch das verschwindet alles morgen. Die Spitzhacke ist eine 10 von 10. Sehr, sehr cool. Auch der Gleiter, den finde ich sehr, sehr cool. Endlich hört man den Sound in-game. Sehr nice. Der Skin ist auch nicht schlecht. Mit Helm finde ich es aber deutlich besser. Ja, safe. Lego-Variante finde ich okay. Und Backbling würde ich sogar mit dem Skin zusammen spielen. Ich finde das Backbling irgendwie nice. Der hier hat leider keine zwei Stile bekommen. Finde ich aber auch nicht schlecht. Lego-Variante passt auf jeden Fall. Und Backbling ist stark. Ja, safe. Das finde ich cool. Dann, oha, was ist denn heute mit dem Itemshop los? Der ist ja heute crazy riesig. Also wirklich riesig. Ludwig, eine 10 von 10. Cooler Skin. Auch die Lego-Variante gut gemacht. Backbling finde ich richtig nice. Das finde ich richtig, richtig nice. Wer die Oktoberfest-Skins immer verpasst, jetzt kommen die immer random rein. Auch Heidi, richtig, richtig nice. Das Skin finde ich sogar noch besser wie Ludwig, oder? Ja, genau. Also das ist ein sehr, sehr fresher Skin. Sehr frische Lego-Variante und Backbling ist not bad. Kann ich nicht meckern. Spitzhacke auch nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen Soundtrash, aber ansonsten sehr stabil. Headbanger, der erst am Abgehen. Das ist not bad. Lömer, der Skin, den finde ich nicht nice. Nö. Nö, 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 nö. Aber hey, dafür ist die Lego-Variante gut gemacht. Backbling finde ich total trash. Danach haben wir noch einen Bereich, den wir uns anschauen müssen. Und dann bin ich auf den unteren Shop gespannt. Einfach ein Halloween-Skin finde ich nicht schlecht. Lego-Variante sehr, sehr gut. Backbling passt zum Skin, würde ich aber irgendwie nicht spielen. Letzter Bereich jetzt hier. Und dann bin ich gespannt, ob unten noch was ist, weil ich glaube, unten müsste theoretisch gesehen noch was sein. Sakria tausendmal da gewesen, ist okay. Aber Backbling, das ist XXXL. Agent des Chaos ist eine 10 von 10. Heftiger, cooler Skin. Zweite Variante ist okay, aber dieses, was da so absteht, finde ich nicht nice. Lego-Variante sieht ein bisschen komisch aus. Und Backbling passt perfekt. Passt. Luminous ist so ein fresher Skin. Der ist sowas von cool. Ich meine, ist die Spitzhacke heute auch da? Der hat voll die coole Spitzhacke. Auch Backbling sehr, sehr fresh. Du bist auch am Start heute. Einfach Halloween Renegade Raider. Ja, kann man nicht meckern. Stabiler Skin, stabile Lego-Variante und sehr, sehr krasses Backbling. Der hier ist okay. Umso mehr Kills ihr macht, umso mehr Geister tauchen auf. Das heißt, habt ihr alles voll, dann habt ihr auf jeden Fall sehr viele Kills gemacht. Das finde ich ein cooles Feature. Lego-Variante ist okay und Backbling ist okay. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Fußballskins bleiben noch weiterhin drin. Die können wir komplett skippen. Oh mein Gott, was ist denn heute mit dem Itemshop los? Das ist einfach jetzt wieder drin. 10 von 10. Sehr, sehr wild. Boah, auch schon lange, glaube ich, nicht mehr da gewesen. Glaube ich. Das ist okay. Das ist auch okay. Was haben wir hier ansonsten noch? Das ist, ja, schon besser, finde ich. Also heute geht es komplett ab. Das ist nicht neu, meine ich. Meine ich, haben wir heute Donnerstag? Wir haben heute Freitag. Okay, wir haben heute Freitag. Ich hätte gedacht, dass wir heute Donnerstag haben. Aber, nö, ich habe keinen Plan. Das ist wahrscheinlich nicht neu. Dann die Autos, nicht neu. Waren schon drin gewesen. Also ihr merkt, glaube ich, wie riesig heute der Itemshop ist. Wir gehen schon wieder hier fast auf die 10-Minuten-Video. Länge. Das ist krass. Und ich glaube, dass hier unten irgendwo was Neues drin sein müsste. Sind es neue Songs? Ich glaube, dass das hier vier neue Jam-Tracks sind. Außer die sind gestern schon neu drin gewesen.
Ja. Doch, die sind neu. Die sind neu. Kenne ich nicht, bis auf das oben rechts. Also entweder heute neu oder seit gestern schon neu drin. Also, was ist das für eine Item-Shop-Länge? Ja, und genau darauf habe ich gewartet. Gönnt euch mal bitte, was das für ein krasser Item-Shop heute ist. Und wir sind noch nicht mal durch. Ich weiß noch nicht mal, was selten ist. Das ist krass. Wir haben ein weiteres neues Paket reinbekommen für 10 Euro Rocket Racing. Also quasi heute zwei neue Bundles reinbekommen. Der Skin ist okay. Mit Helm, okay, so gefällt er mir schon deutlich besser. Safe. Ja, Helm aus, Helm ab, hat ein paar verschiedene Ziele. Dann bekommt ihr noch hier die Lego-Variante und jetzt passt auf. Darauf hat doch wirklich jeder gewartet, oder? Jetzt mal Real Talk. Das ist das mythische Auto. Das ist das mythische Auto, das man aus den Käfigen rausholen kann mit den Medaillons, aktuell von den Bossen. Das heißt, aktuell könnt ihr so ein bisschen rumtrollen, wenn ihr es so komplett geil gleich gestaltet. Einfach das mythische Auto kann man sich jetzt holen für einen Zehner. Ganz genau das hier. Also, feiert doch jeder, oder nicht? Das mythische Auto. Habe ich so gehört. Und jetzt, also das Video ist heute verdammt lang. Verdammt, wir gehen locker auf 15 Minuten heute. Also, wer sich das alles angeschaut hat, ein GGs, und wir haben wirklich seltene Gegenstände heute im Shop drin. Ja. Da müsst ihr mir mal ganz kurz ein paar Sekunden geben, weil ich muss mir das ganz genau anschauen, weil das interessiert mich schon, was heute selten ist am Start ist. Also, die Ikone-Emotes, die unten wieder reingekommen sind, sind so 70 Tage alt. Nicht wirklich der Rede wert. Dann haben wir hier die ganzen Bereiche, die aktualisiert worden sind, mit den ganzen Skins. 74 Tage, 50 Tage, 52 Tage. Das Setz dich doch Emote, dieses Hinsetzen-Emote, 244 Tage. Okay. Es ist bis jetzt noch nichts krass gestört, Seltenes dabei. Okay, doch. Da ist was sehr Interessantes dabei. Und zwar bei den Lackierungen, logischerweise. War aber auch irgendwie klar, weil ich habe die gefühlt nie gesehen im Item-Shop. Also, passt mal auf. Die Lackierung ist 602 Tage alt. Dann, boah, ich muss jetzt ganz genau hinschauen, wie, wo, was das ganz genau für eine Lackierung ist. Weil das ist hier ein bisschen komisch. Wo haben wir die Lackierung? Das müsste die hier sein, genau. Die hier, 520 Tage, 483, 441, 438, 428, 396, 23 Tage, 108, 320 Tage. Das sind so die seltenen Gegenstände von einem Item Shop. Der Item Shop ist heute verdammt riesig, viel Abwechslung drin. Gerne kommentieren, wie ihr den Item Shop heute findet. Ich muss sagen, ich finde ihn tatsächlich schon gut. Jetzt nochmal ein kleines Mini-Info, Mini-Thema, Gratis-Items hier von Fall Guys. Viele von euch fragen ja immer noch, wann kommen die rein? Aktuell soll es so sein, dass es am 6.8. ein neues Update gibt, im August natürlich, das letzte Update der Season, und da soll der Stuff dann komplett reinkommen, das Event starten, denn ab da kann man ja auch die Fall Guys Map spielen mit den Fall Guys Bohnen Skins. Also geht man davon aus, Gratis-Items erst am 6.8. Ansonsten checkt den Rest in der restlichen Beschreibung ab für günstige Spiele, PSN-Karten und natürlich das Wichtigste, die WhatsApp-Gruppe. Und wenn ihr bis hierher geschaut habt, also das heute ist die Videolänge gestört, kommentiert einfach eine 14.